Hallo und willkommen bei RimWorld. Tja, was liegt heute an? Nichts Besonderes. Wir schauen einfach mal so, was passiert. Und ja, gucken, ob alles läuft. Batterien sind voll. Hier ploppen einige Meldungen hoch. Wenig Nahrung. Okay, das sehe ich jetzt ein. Wir werden uns mal ein bisschen um Nahrung kümmern müssen. Ich hatte doch hier unten bereits ein Feld erstellt. Hier. Ist zum Teil schon Reis angebaut. Es sind noch ein paar Himbeerbüsche. Die werde ich noch ernten. Und die Hühner, was machen die so? Wir haben bereits drei Küken. So, Ei, Fortschritt, ja, läuft. Sind alle dabei, Hühner zu werden? Zum einen ist das gut, da wir jetzt nahrhafte Nahrung haben. Und ja, Hühner, ich meine, macht ja ein bisschen Spaß. Ist mal was, was man nicht immer hat. So, Nahrung. Muss man eben schauen, wie vielen jetzt so ein Hydrokulturbecken an Strom verbraucht. Sehe ich leider nicht. Oh, jetzt hat es irgendwo eingeschlagen hier. Ich dachte jetzt schon, der Elefant geht löschen. Oh, sorry. So ein Hydrokulturbecken. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das mal. Kostet 100 Stahl. Ja, haben wir reichlich? Und wir schauen einfach nochmal nach den Tiefenbohrern. Da können wir einfach nochmal ein paar Stellen angraben, was da gab. Wir hatten jetzt Stahl gefunden und Plastahl. Ach so, Strom ein. Okay. Hier entsteht unser Bauteiletisch. So, wir scannen. Genau, hier hatten wir den Tiefenbohrer. Hier gab es Stahl. Und hier in der Krankenstation gab es Plastahl. Das heißt, ich werde mal hier bauen. Piratenhändler. Und wo haben wir denn nochmal ein Vorkommen? Hier draußen vor der Tür. Können wir auch mal testen. So ein Handelsschiff. Okay. Dann gehen wir mal ans Funkgerät. Hoffentlich haben sie Bauteile mit. Drei Stück. Ach, die kaufe ich auf jeden Fall. Wir fangen mal. Ach, das war's schon. Unten an. Alpaka-Wolle. Cowboy-Hut kann weg. Bionisches Bein. Kostet 1800. Neutramin, war das jetzt für die Medizinherstellung? Mal eben schauen. Aber hätte ich ja noch 150, wenn ich das jetzt richtig deute. Okay. Kraftstoff haben wir 630.
Ja, eigentlich gibt es nichts weiter. Nee, okay. Drei Bauteile. Kleidung. Schauen wir eben. Das war die Werkbank, Schmiede. Ach nee, das war hier oben, hier. So, Aufgaben. Was wird noch gebaut? Ein Cowboyhut, eine Jacke. Oder können wir vorher noch ein bisschen Shirt, Hemd. Ja, nimmt auch gewaltig ab hier. Die Stoffe. Man merkt, die Siedler, das sind wirklich jetzt viel und die verbrauchen auch richtig viel. Unterhalb Kraftstoff können wir ja abbauen. Aha. Der hier hat schon alles abgebaut. Hab ich gar nicht gewusst, dass ich hier jetzt einen gebaut hatte. So, den kann ich bloß abreißen. Wird nicht mehr benötigt. Hier haben wir Kraftstoff, okay. Der hier hat jetzt auch alles abgebaut. Und der hier hat keinen Strom. Hier gibt es aber Stahl. Okay. Daher kam jetzt unser ganzer Kraftstoff. Nee, Kraftstoff haben wir ja gerade erst gefunden. Ja, okay. Auf jeden Fall gibt es Kraftstoff als Tiefenbohrung. So, das hat man auch schon erkundet. Dann fehlt noch das Objekt hier. Und wo haben wir noch? Jetzt haben wir das, das. Können wir mal hier oben testen noch. Haben wir auch Strom parat. Ja, 250 Watt. Müssen noch ein bisschen jetzt auf die Energie achten. Mal schnell den Scanner wieder ausstellen. Der verbraucht ja 1500 Strom aus. Akkus sind voll. Hier, glaube ich, ist verbunden. Das muss ich mal. Ne, ist es nur verbunden oder nicht? Ich sehe es nicht wirklich, aber ich denke mal nicht. So, zerrissene Kleidung. Ah, Jacke, Shirt, alles kaputt. Brauchen auf jeden Fall mehr Kleidung. Hier ist alles in Arbeit. Tage spielen wir bereits. So, Aufgabe beendet. Nähe eine Hose. Und wir schauen. Ja, ach, hier wird gerade noch gebaut. Und was gibt es hier? Stahl. So, wo hatte ich jetzt noch? Hier oben. Hier sitzt auch schon wer dran. Gibt es auch Stahl. So, Nahrung, was macht er hier? Putzen oder? Ne, anbauen.
So, hier hätten wir noch Stahl, aber Stahl haben wir momentan reichlich. Bisschen Gold. Wer war das hier? Fuchs? Aha. So, Fuchs holt. Was holt er denn überhaupt? Reis trägt er. Der Fuchs, der Fuchs. Oh ja, 2, 4, jede Menge Kükchen. 5 Stück haben wir schon. Wir können ja auch mal schauen, ob es noch irgendwas zu bauen gibt, was ich übersehen habe. So, 20 Bauteile brauchen wir dafür. Krematorium. Wir könnten auch noch so einen Nährstoffspender bauen. Weil wir sehen hier, Nahrung wird wirklich wenig. So, ich glaube, der war jetzt ein bisschen größer. Wo baue ich denn den mal hin? Hier vielleicht? In den? Nee, auch nicht. Na los, wir graben einfach mal einen neuen Raum. Machen wir hier mal noch einen Raum daneben. Oder hier? Nee, das bleibt. Machen wir mal hier. Dann sagt man. So, hier grabt ihr erstmal weg. Dann können wir gleich eine Wand setzen. Sind aber auch fix, die Burschen. Und ihr buddelt mir das mal noch aus. Endlich mal wieder eine Vorratskapsel. Und die bringt uns Essen, so wie es aussieht. Hopfen. Ach, Hopfen ist nicht so. Können wir aber holen. Liegt gar nicht so weit weg. Weil das läuft, wenn man richtig viele hier Kolonisten hat. Hier arbeiten gleich 4, 5 Mann. Hier ratzfatz ist der Raum gebaut. Möchte ich mal hier noch die Steine weggetragen haben. Und wir bauen noch eine Lampe ein oder zwei vielleicht. Das ist ein bisschen sehr groß, der Raum. So, Moment, die Lampe tue ich mal abbrechen und machen das mal anders. So. Genau, jetzt machen wir noch einen schönen Holzfußboden rein. Zack, 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 zack. So, nächste Ladung Holz. Noch ein Stückchen Holz und es reicht. So, jetzt bitte noch die Steine und ein bisschen putzen. Ja, musst alleine arbeiten, wa? Macht keiner mit. Alle am Schlafen. Ah, jetzt. Jetzt geht's los.
So, Nährstoffspender. Ich habe jetzt den auch noch nicht gebaut. Das ist Premiere. Von organischen Rohstoffen. Er benötigt wenig Zutaten und weniger Zeit als andere Herstellungsarten. Tja, müssen wir einfach mal sehen, was hier da passiert damit. Gab es ja noch so einen Trichter. Lagert Rohstoffe für eine angeschlossene Maschine. Lagert Rohstoffe. Ziemlich viele Meldungen haben wir hier. Trichter benötigt. Haben wir gebaut jetzt, ja. Ist, der wird sogar benötigt. Wenig Nahrung, hohes Risiko. Wer ist denn das noch immer? Störung Batterie. Ja, Nahrung ist gleich alle, aber es sieht schon gut aus. Hier wächst es wieder und es kann sicher 92%, ja, es wird bald geerntet. Oh, heftiges Gewitter. Hier brennt's. Und was hat er hergebracht? Kartoffeln. Okay. Also wenn die Kolonisten mögen, können sie auch hierher gehen, sich was zu naschen holen. Ich glaube, ich muss hier mal manuell den Erntebefehl erteilen. Dass wir hier keine Lücke reinkriegen und noch irgendwelche Kolonisten erkranken. Noch eine Nahrung jetzt. Ist auch nichts für die Eier zum leckere Mahlzeit oder so. So, das war's jetzt mit den Mahlzeiten. Jetzt gibt es nur noch Paste. Denn nur hier von kritischer Zusammenbruch. Wer hat denn den nur? Martin und Evans. Nee. Even. So, rohe Nahrung gegessen, gestörter Schlaf. Trägt ausgefranste Kleidung. Leichte Schmerzen. Was? Kartoffeln sind verrottet? Warum erntet die keiner? Das ist jetzt die Frage. Schieben alle Hunger, aber ernten keine Kartoffeln. So, nächste Vorratskapsel. Okay, das war alles. Penicillin. Okay. Magere Ausbeute. So, es geht aufwärts. 8 Nahrung. Hier repariert keiner. Vielleicht, weil hier keiner mal rankommt. Das könnte natürlich sein. Dass wir das jetzt so verbaut haben, dass die hier nicht mehr rankommen. Jetzt mal sagen, neu installieren. Hier drüben. Sehen, ob das funktioniert. Ja, er kommt jedenfalls ran. Ach, Bauteile.
Bauteile benötigt. Also wir werden wohl nicht drum rumkommen, eine Karawane zu starten, unser Nachbargebiet zu reisen und schauen, ob wir da nicht Bauteile finden. So, die nächste Störung, Geschütz. Ich habe immer noch keine Bauteile. Das heißt, wir müssen hier unbedingt mal noch ein paar Gänge graben. Und hoffen, dass hier irgendwo noch Bauteile sind. Komprimierten Stahl. Aha. Okay. Stahl, Stahl, Stahl. Ach, ist gerade überdeckt. Können auch mal hier durchpickern. Mal sehen. Hier haben wir schon. Wird alles ausgegraben hier. Irgendwo muss da noch was sein. Okay, jetzt haben sie eine Weile zu tun. Even, ja, even. Naja, okay. Also Nahrung ist wieder am Laufen. Und wir brauchen jetzt Bauteile. Ich werde jetzt die Folge beenden und ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann mal eine Karawane erstellen. Und mal sehen, wie es da läuft. Okay. Bis dahin.